Im heutigen Video stelle ich euch mein absolutes Lieblings-Play-to-Earn im Crypto-Space vor. Und zwar ist das Zoaire und insbesondere Zoaire in der Fußball-Edition, weil ich so von den American Sports, NBA und MLB eigentlich keine Ahnung habe. Also Fußball. Worum geht es bei Zoaire in der Fußball-Edition? Man kauft Karten. Im Prinzip ist es so ein bisschen wie die Panini-Karten von Fußballspielern. Und je nachdem, wie gut die Spieler in der realen Welt, also in den realen Spielen performen, bekommt man Punkte. Und je mehr Punkte man hat, umso mehr Rewards bekommt man. Je nachdem, in welcher Competition man teilnimmt, bekommt man die Rewards direkt als Ethereum ausgezahlt oder man bekommt eben neue Karten, die man dann wieder handeln kann. Das Ganze ist ein bisschen komplex, wenn man damit einsteigt. Ich mache heute mal so ein Overview, ein Überblick-Video und mache dann vielleicht in der Zukunft detailliertere Videos, wo ich einzelne Features erkläre. Aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, kommt man schon klar damit. Also ich zeige euch einfach mal, wie meine Situation hier gerade ist, was ich so gemacht habe, wie mein Team aussieht und wie es finanziell so läuft. Ich habe ein paar hundert Dollar tatsächlich investiert, habe mir allerdings auch mehrere Teams gekauft. Man kann, glaube ich, realistischerweise mit einem Einsatz von 100 bis 200 Dollar sich ein Team zusammenstellen, was jede Woche Rewards einfährt. Und damit kann man einen Return of Invest, glaube ich, so nach 3-4 Monaten erreichen. Und das ist auch ganz spannend, jetzt gerade so zur Fußball-WM hin, ist das ein guter Zeitpunkt. Eine andere Möglichkeit, die man hier hat, ist, dass diese Fußballkarten letztendlich ja NFTs sind. Das heißt, man kann damit auch traden, man kann sie kaufen und verkaufen und damit dann auch unter Umständen gute Gewinne erzielen, wenn man eben gute Trades macht. Ja, also wie gesagt, ich zeige euch jetzt einfach mal, wie meine Teams so aussehen, was ich so mache und dann könnt ihr mir ja auch einfach Fragen stellen, wenn ihr da Interesse dran habt. Vielleicht auch noch kurz zur Info, es gibt natürlich wie immer hier auch so ein Bonus-Reward-System. Wenn ihr meinen Anmeldelink benutzt und 5 Spieler in der Auktion kauft, bekommt ihr einen weiteren Spieler umsonst dazu und ich bekomme auch einen. Also 5 Spieler in der Auktion kaufen und es gibt einen dazu und man kann in der Auktion schon ziemlich preiswert für 2, 3 Dollar einen vernünftigen Spieler kaufen. Wir gucken uns vielleicht mal nicht alles an, sondern einfach mal so die Übersicht. Erstmal vielleicht mal mein Club im Überblick. Das ist der Kryptowestfale FC natürlich. Und dann, das sind die Karten, das sind die Spieler. Hier sieht man schon die Kategorien, die es gibt. Es gibt Common, Limited und Rare. Common bekommt man umsonst, die bekommt man auf einfach so. Da muss man nichts für bezahlen. Rare ist relativ teuer. Es ist, glaube ich, für die Einsteiger auch erstmal noch nicht so furchtbar interessant. Das können wir weglassen. Wir fokussieren uns vielleicht mal auf Limited. Limited sind Karten, die relativ preiswert sind, die aber vernünftige Gewinne abwerfen können. Und ja, hier sieht man so ein bisschen mein Team. Hier sieht man zum Beispiel den guten Miguel Leal. Habe ich für 3 Euro gekauft, kürzlich in der Auktion. Sergio Molina war sogar unter 1 Euro. Also man kann da relativ preiswerte Spieler kaufen. Man kann zum Beispiel sortieren nach der Position. Gucken wir zum Beispiel nur die Torwarte an. Ich habe 11 Torwarte in meinem Team. Und da sieht man, da wird es dann schon ein bisschen teurer. Die Goalkeeper sind immer relativ teuer. Also hier zum Beispiel der Michele Di Giorgio ist wahrscheinlich so mein teuerster Torwart. Der hat mich auch fast 80 Euro gekostet. Ist allerdings auch sehr stark. Oder relativ stark, kann man eigentlich sagen. Die Stärke sieht man immer hier so in den Punkten. Das ist so der Durchschnittswert der letzten 5 Spiele. Und er hat jetzt hier einen Wert von 50, 100 ist oder 99 ist optimal. 0 ist halt nichts und DNP ist Do Not Play, das heißt, der spielt nicht. Das ist jetzt zum Beispiel ein Keeper von Atletico Madrid, ein Ersatztorwart. Da hatte ich ein bisschen spekuliert, da hat nicht funktioniert. Der ist nie zum Einsatz gekommen, naja. Hier sieht man die Spieler, die ich gekauft habe. Finn Dahmen zum Beispiel von Mainz. Hatte ich auch gehofft, dass der Stammtorwart wird, hat jetzt leider bisher nicht geklappt. Nahuel Noll von Hoffenheim ist wirklich ein Zukunftsinvestment, da habe ich ein Talent gekauft. Können wir mal reinklicken, für relativ wenig Geld. Können wir mal kurz reinzoomen, ob man das sieht. Naja, den habe ich hier in einem Angebot gekauft, das heißt, da sieht man den aktuellen Wert nicht. Aber das wird auch hier so irgendwo um die 30 Euro gewesen sein. Der spielt natürlich jetzt nicht, das ist mehr so die Hoffnung, dass der in 2, 3 Jahren vielleicht
mal irgendwo zum Einsatz kommt und dann einen Wert gewinnt und dann ja getradet werden kann. Ist halt, ja, kann man machen, ist ein gewisses Risiko. Was man vielleicht nochmal, wenn ich die Karte anklicke, schon sieht, hier hat man verschiedene Infos. Also hier oben rechts ist der Verein, hier sieht man, wie selten die Karte ist. Das heißt, bei den Limited-Karten gibt es immer 1000 Stück. Das ist die Karte 118 von 1000 und es ist aus der Saison 21-22. Es gibt natürlich jetzt schon wieder neuere Spieler aus der Saison 22-23. Die Karten sehen etwas anders aus. Da sieht man hier zum Beispiel mein japanischer Torwart hier, der Tomoko Hayakawa. Der ist aus der neuen Edition 22 und sieht dadurch ein bisschen anders aus. Ja, was sieht man noch? Hier sieht man die Preise, bei denen ich gekauft habe. Sieht man das für den Nahuel Neul? Ne, da sieht man es nicht, weil den habe ich in einem Angebot gekauft und nicht einfach so auf dem Markt. Und ja, das sind zum Beispiel eben die Torwarte, die ich habe. Könnt ihr auch mal die Stürmer vielleicht anschauen, ist auch mal ganz spannend. Torwarte und Stürmer sind üblicherweise die teuersten, die Torwarte nochmal teurer als die Stürmer. Zum Beispiel habe ich hier auf Steffen Tigges gesetzt, damals noch bei Dortmund, jetzt bei Köln. Jonathan Burkhardt habe ich gehofft, ist sehr stark. Ja, das sind so die Spieler, die ich im Sturm hier habe. Auch hier nochmal wieder ein Talent, das ist ein israelischer Spieler, 19 Jahre. Ich habe generell versucht, relativ viele junge Spieler zu kaufen, wo ich hoffe, dass sie sich in der Zukunft gut entwickeln. Naja, und als echter Westfaler habe ich natürlich hier auch zwei Jungs vom VfL Bochum gekauft, wobei der gute Milos Pantovic, glaube ich, jetzt sogar bei Berlin spielt. Wichtig ist auch oft die Nationalität, gerade wenn es zur WM geht. Dann kann man natürlich hoffen, dass man Nationalspieler dabei hat, die vielleicht auch eine Chance haben, im Nationalteam eben eine Rolle zu spielen und dann vielleicht bei der WM zu spielen. Also man kann diese Karten kaufen. Gucken wir vielleicht erstmal, wie man die Karten kauft. Man kann einfach mal Managerkäufe machen und da sieht man im Prinzip alle Karten, die angeboten werden. Wir konzentrieren uns mal auf Limited. Das heißt, wir sagen Limited, wir möchten gerne einen Stürmer kaufen. Es gibt verschiedene Ligen in Sorare. Wir sagen vielleicht mal, wir möchten in der Champion Europe Liga jemanden haben, also zum Beispiel jemanden aus der Bundesliga. Und das können wir auch weiter eingrenzen noch. Man kann sagen, es soll tatsächlich die Bundesliga sein. Hier klickt man drauf. Und dann kann man filtern. Bester Wert ist im Prinzip so die beste Kombination aus Preis und Leistung. Das heißt, der gute Florian Niederlechner würde jetzt 4,93 Euro kosten, wenn wir ihn einfach so kaufen. Er hat eine Stärke von 51. Das ist ein ganz vernünftiger Wert. Ist jetzt erstmal ein guter Preis. 30 Jahre ist natürlich nicht mehr ganz jung. Das heißt, kommt darauf an, wie lange man vielleicht von dem noch was haben wird. Hier gibt es noch so Prozentwerte, bestimmte Boni, da können wir vielleicht ein andermal drauf eingehen. Genau, hier sieht man zum Beispiel auch, das ist die alte Karte vom Florian Niederlechner aus der letzten Saison. Das ist die aktuelle aus der neuen Saison. Und die neuen Karten haben immer einen leicht besseren Bonus als die alten Karten. Da würde ich mich aber nicht so sehr drum kümmern. Der Bonus spielt nicht so die ganz große Rolle. Naja, und hier sieht man halt eben die verschiedenen Stürmer aus der Bundesliga, die man zum Beispiel kaufen kann. Man kann nach 1000 Sachen filtern. Man kann auch sagen, okay, Team, wie gesagt, als guter Westfale möchte man vielleicht die Stürmer von Borussia Dortmund haben. Und da sieht man hier noch den guten Herrn Tigges, obwohl der jetzt bei Köln ist. Aber es ist eben die alte Karte. Genau, Adeyemi natürlich die neue Karte, gerade eingekauft diese Saison. Mokuko, sicherlich ein guter Zukunftstransfer. Ist allerdings natürlich mit 310 Euro auch richtig teuer. Weiß ich nicht, ob ich den Deal machen würde. Eher nicht. Gut. Und naja, in dem System kann man sich eben seine Spieler dann zusammenkaufen. Und wenn man dann ein Team hat, man braucht einen Torwart, einen Stürmer, einen Verteidiger, einen Mittelfeldspieler und einen anderen Feldspieler. Also man braucht insgesamt 5. Dann kann man seine Mannschaft aufstellen. Und zwar geht man einfach auf Spielen und dann bei Live würde man jetzt sehen, was gerade läuft. Das sind zum Beispiel jetzt die Mannschaften, die ich gerade laufen habe. Heute ist Samstag, 5. November, da sind ein paar Spiele schon gelaufen. Das ist meine Casual-Mannschaft. Dann habe ich hier diese Rare-Mannschaft und verschiedene Limited-Mannschaften, die laufen. Die sieht zum Beispiel ganz gut aus, die U23. Aber gucken wir vielleicht mal, wenn wir eine Mannschaft aufstellen wollen. Dann gehen wir auf Spielen und Anstehend. Und das ist dann die nächste Spielwoche. Das ist die Spielwoche vom 8. bis zum 10. November. Pro realer Woche gibt es immer zwei
Spielwochen. Das ist im Prinzip so die Spiele, die unter der Woche stattfinden, also Europapokal und so. Und die Spiele, die am Wochenende stattfinden, also meistens die Liga. Hier sucht man dann nochmal die, die Rarität der Karten raus. Wir konzentrieren uns weiterhin auf limitiert und gucken dann mal zum Beispiel Champion Europe, haben wir gesagt, Bundesliga zum Beispiel. Da habe ich immer ein Team aufgestellt, das können wir mal bearbeiten. Mein augenblickliches Team für die Bundesliga oder für die Champion Europe ist im Prinzip, das sind Italien, Frankreich, England, Deutschland und Italien. Habe ich hier diesen italienischen Torwart. Die restlichen Spieler sind aus der Bundesliga. Da ist mein Problem natürlich jetzt, der hat in dieser Woche kein Spiel. Darum hier KS. Kein Spiel. Der wird mir keine Punkte sammeln. Dann habe ich aber hier, es gibt offensichtlich ein Europa-League-Spiel, Freiburg gegen Salzburg oder Freiburg gegen Leipzig. Das ist wahrscheinlich Pokal. Da spielt dann der Kevin Schlotterbeck, das ist also eine gute Aufstellung hier, glaube ich. Kostic spielt leider auch nicht. Noah Weishaupt im gleichen Spiel und Pantovic wahrscheinlich auch Pokal. Union Berlin gegen Augsburg. Und das ist natürlich jetzt nicht ideal. In der Woche werde ich nicht viele Punkte sammeln, weil viele von denen nicht spielen. Das ist unter der Woche oft der Fall. Das funktioniert nur gut, wenn Europapokal ist oder eben zum Beispiel internationale Turniere wie die Weltmeisterschaft. Naja, aber dann kann man jedenfalls hier aussuchen. Ich kann auch sagen, okay, ist nicht wichtig, ob der Spieler, dann sehe ich im Prinzip alle Spieler, die ich im Eigenen einsetzen könnte, wenn ich wollte. Also zum Beispiel Rakovic wäre eine Möglichkeit, der ist im Augenblick im Training, im Trainingsteam, den könnte ich hier reinsetzen. Das würde Sinn machen, weil der ein Spiel hat, was ist das? Deportivo Mallorca gegen Atletico Madrid. Also der gute Herr Rakovic spielt auf Mallorca. Auch nicht die schlechteste Location wahrscheinlich. Kevin Schlotterbeck hatte ich gesagt, der spielt sowieso, da mache ich jetzt nichts. Kostic spielt nicht, den könnte ich durch Dominic Kor ersetzen. Der spielt bei Schalke gegen Mainz, das ist sicherlich eine gute Idee, also würde ich den hier reinwerfen. Noah Weishaupt ist, glaube ich, eh ein guter Pick. Und Pantovic spielt, kann ich also lassen. So, und dann würde ich noch einen Kapitän bestimmen können. Der Kapitän kriegt nochmal 25% extra, also Bonus. Das ist natürlich jetzt hier eine schwierige Frage. Ich würde mal auf Dominic Kor in dem Kontext setzen. Bestätigen wir es mal kurz. Ja, das ist okay. Gucken wir noch einmal kurz rein, warum ich das gemacht habe. Weil Mainz gegen Schalke spielt und da ich persönlich eher Borussia Dortmund zugeneigt bin, gehe ich davon aus, dass Schalke sowieso immer schlecht spielt. Und das stimmt diese Saison ja auch. Insofern ist es, glaube ich, ein guter Pick hier. Und ja, dann kann man bestätigen. Und das kann man halt für die verschiedenen Teams machen, je nachdem, welche Spieler man hat. Und dann kann man das so laufen lassen. Hier oben sieht man dann seine Rewards, also seinen Kontostand. Das ist jetzt bei mir natürlich nicht viel, weil ich alles investiert habe. Ich hatte euch ja schon gezeigt, mein Club, welche Spieler ich habe. Karten sieht man hier. Das sind zum Beispiel die Limitiertspieler, die habe ich gerade schon gezeigt. Also sind schon einige. Ich habe 60 Limitiertspieler, 14 Rare und 47 Common. Und ja, so sieht es aus. Das ist jetzt mal so der erste Überblick. Wie gesagt, ich glaube, ich muss dazu nochmal das ein oder andere etwas detaillierte Video machen, um das genauer zu erklären. Aber ich wollte euch mal einen Überblick geben. Man kann sich da auch selber reinfuchsen. Und wie immer sind natürlich meine Kontaktdaten noch hier in der Infobox. Das heißt, wenn du Bock auf so Rare hast, aber Fragen hast, dann melde dich gerne bei mir und weil es teilweise kompliziert ist, können wir auch gerne mal einen Call machen und das im Detail durchgehen, wirklich am Bildschirm. Ich helfe gerne, kein Thema. Und ja, das System funktioniert, glaube ich, ganz gut. Ich habe daher bisher ganz gut mit verdient. Mein Break-Even habe ich auf jeden Fall schon länger erreicht und es macht auch Spaß. Also man guckt dann Fußballspiele auch mit noch mehr Leidenschaft, weil man natürlich seine eigenen Spieler dabei hat. Und es ist wirklich eine spannende Geschichte. Das soll es für heute gewesen sein. Wie gesagt, wenn ihr Spieler kaufen wollt, dann oder wenn ihr das anfangen wollt, dann benutzt gerne meinen Link. Kauft 5 Spieler in der Auktion. Können wir einfach mal reingehen, auch vielleicht nochmal kurz. Hier ist die Auktion. Da kann man relativ schnell sich eine Mannschaft zusammenkaufen, auch für sehr, sehr kleines Geld. Das heißt, man sieht, der geht jetzt hier weg für etwas über 1 Euro. Der hat eine Stärke von 46. Wenn man 5, 6 Spieler mit einer Durchschnittsstärke so um die 50 hat,
dann hat man super gute Chancen, tatsächlich auch Punkte zu machen, jede Woche, die ausreichend sind, um Rewards einzufahren. Das heißt, man kann hier tatsächlich, wie gesagt, mit einem Investment von 150, 200 Euro durchaus profitabel dabei sein. Okay, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mehr Details gibt's in der Zukunft. Bis zum nächsten Mal. Ciao.